Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. Gute Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Zweitligaspiel im Merkstadion Bellenfalltor, welches die Lilien vor 17.810 Zuschauern für sich entscheiden können. Bei mir befinden sich die beiden Cheftrainer und Herr Struber. Ich würde Sie gerne zunächst um Ihr Wort oder Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja, ist gerade bitter und gleichzeitig, Florian, Gratulation zum Sieg, zum verdienten Sieg. Wir waren heute über die gesamte Spieldauer einfach überfordert, nicht in unseren Prinzipien und nicht in unseren Basics gut genug hier dagegen zu halten. Haben uns, glaube ich, auf das Spiel richtig gut vorbereitet, viel vorgenommen und haben dann in der Umsetzung in jeder Phase des Spiels einfach nicht diese Kontrolle gefunden, haben immer wieder in den Basics, in den Zweikampfmomenten, in den Momenten, wo wir im Ballbesitz waren, nicht diesen Fokus, diese Konzentration hingebracht, um den Gegner auch so wegzuspielen, wie wir es vorgehabt haben. Oder auch dann im Pressing, einfach im Umschalten, den Gegner vor Probleme zu stellen. Es war am Ende ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Wir waren heute enttäuschend in allen Phasen des Spiels. Vielen Dank. Dann richte ich nun das Wort an dich, lieber Flo. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Glückwünsche und auch zur Analyse gibt es von meiner Seite nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, dass wir einen Moment überstehen mussten. Entschuldigung, das war das 1-1. Da war es für uns sehr, sehr gut, dass wir schnell das 2-1 machen, um auch diesen Glauben zu behalten. Ansonsten ein großes Kompliment in Summe an meine Mannschaft für dieses Spiel. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schön, dass ich jetzt die Fragen zum ersten Heimsieg nach einem Jahr nicht mehr beantworten muss. Aber wie vorher auch gesagt, geht es jetzt ab jetzt sofort schon wieder um Ulm. Und wir befinden uns nach wie vor in der Lage, wo wir sehr, sehr gut daran tun, diesen sehr schönen Abend nicht überzubewerten, sondern ganz hart und konzentriert weiterzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann blicke ich nun in die Runde, denn es ist nun Zeit für Ihre und eure Fragen. Die ersten Hände schnallen schon nach oben. Wir legen los in der zweiten Reihe. Guten Abend, Lars Werner, Kölner Stadtanzeiger. Herr Struber, man kann natürlich jetzt bei jedem Gegentor in die Einzelanalyse gehen, das werden Sie natürlich machen, aber summa summarum muss man ja sagen, dass die Mannschaft äußerst naiv agiert hat in vielen Situationen. Wie kann das sein, dass die Mannschaft dann fast identische Gegentore bekommt, immer wieder? Ich finde einfach, dass wir gemeinsam heute nie diese Zweikampfmentalität entwickelt haben und auch gleichzeitig dann das eine oder andere Lehrgeld wieder zahlen haben müssen in dem einen oder anderen Moment, wo wir auch nicht so diese Synchronität erleben, die uns ja auch schon ausgezeichnet hat. Also es muss halt einfach auch gemeinsam viel zusammenpassen und das hat es heute nicht. Und dann sind wir auch für jeden kleinen Fehler dann sehr, sehr schnell bestraft worden. Und gleichzeitig aber, ja, noch einmal, es war einfach ein Spiel, wo wir in unseren Tugenden, die uns normal so auszeichnen, wo wir uns auch immer wieder über diesen Zugang auch richtig viele Chancen erarbeiten, das hat heute einfach in keinster Weise gestimmt und das war mitunter der Grund, warum das in so eine Richtung gegangen ist. In der vierten Reihe. Marc Merten vom Geistblock, hallo Herr Struber. Es gab gegen Karlsruhe diesen Warnschuss, kann man mal sagen, dass vieles nicht gepasst hatte. Dann gegen Ulm wirkt es halbwegs eigentlich seriös, haben Sie auch gelobt, dass die Mannschaft das eigentlich ganz gut gemacht hat. Hatte sich es dann trotzdem irgendwie angedeutet, dass jetzt etwas nicht gepasst hat? Und Christian Keller hat auch da kritisiert, dass gerade in der Rückwärtsbewegung in den letzten Spielen eben die Intensität nachgelassen hat. Wie müssen Sie da jetzt mit Ihrer Mannschaft umgehen? Ja, natürlich. Speziell wir leben von der Intensität und auch von diesem gemeinsamen, aktiven, proaktiven Auftreten gegen den Ball. Und wenn wir dann im Schließverhalten einfach das so machen, wie das heute der Fall war und uns immer wieder verlassen, dass dann irgendwer schon die Dinge in die Hand nimmt, dann werden wir eines Besseren belehrt. Und ich finde, heute war das dann am Ende sehr, sehr oft der Fall, weil wir einfach nicht gemeinsam so viel investiert haben, was notwendig ist hier, um in Darmstadt einfach auch gegen eine Mannschaft, die heute es ordentlich gemacht hat, zu bestehen. Ein
Eine Nachfrage, ja. Eine Nachfrage darauf, wie gehen Sie persönlich mit so einem Spiel um? Werden Sie jetzt in der Kabine direkt nach dem Spiel laut oder warten Sie erst nochmal vielleicht bis morgen ab, bevor Sie da auf den Putz hauen, oder sagen Sie, ich bin keiner, der laut wird, sondern versuche das sachlich und ruhig zu analysieren? Ich denke, dass es einfach eine Mischung braucht aus einer klaren Analyse, ja, die natürlich sehr sachlich ist und gleichzeitig, aber natürlich erleben mich die Jungs auch einmal gerade jetzt auch richtig sauer, nicht? Und enttäuscht, wie wir da heute hier aufgetreten sind. Und da muss man nicht herumschreien, sondern ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass jeder Einzelne spürt, dass wir dem Anspruch heute einfach in keinster Weise gerecht geworden sind und dass wir so ein Gesicht, so wie wir es heute gezeigt haben, uns nicht leisten können zu wiederholen. Und müssen wir lernen und schnell uns wieder einstimmen auf das, was uns ausmacht. Ja? Und das sind unsere Basics, die haben wir schon sehr, sehr oft unter Beweis gestellt diese Saison. Heute haben wir es vermissen lassen. Okay, ich sehe keine weiteren Handzeichen, dann danke für die Aufmerksamkeit und unseren Gästen eine gute Rückreise. Dankeschön. Dankeschön. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher.